Leute und herzlich willkommen vor dem Abaton-Kino neben dem Festivalzelt. Heute werde ich hier allerdings nicht lange bleiben, denn ich bin mit dem Regisseur Dennis Albrecht zu einem Interview im VIP-Shuttle verabredet. Das fährt uns direkt zum Cinemax-Kino, wo sein neuester Film mit dem Titel Filmstadt Premiere feiern wird. Während ich hier noch auf ihn warte, zeige ich euch einige Ausschnitte aus seinem Film. Fuck ja, Key. Hitchcock, Heidi Kabel. In Michael Bay. Heinz Rühmann. Peter Jackson. Tarantino. Firmus. Kirk Douglas. Billy Wilder. Fieber. Und Til Schweiger. Tom Cruise. Ja, schön, dass Sie da sind und Zeit für uns haben. Was hat Sie inspiriert, den Film zu drehen? Es ging damit los vor vielen, vielen Jahren. Also ich bin jetzt 17 Jahre in der Branche, 13 Jahre in Hamburg und einfach der tagtägliche Kampf um Projekte, um das Geld, Geld hinterherzulaufen. Wie viel Autobiografisches steckt hinter dem Film? Einiges. Also ich habe in der Videothek zum Beispiel gejobbt und habe auch auf der anderen Seite als Regieassistent zur selben Zeit gearbeitet und musste mich dann sozusagen auch da ein bisschen verstecken, dass das nicht rauskommt, dass ich nebenbei noch jobbe. Der Film handelt ja unter anderem auch von Filmemachern, Schauspielern, überhaupt Menschen, die in der Branche arbeiten, allerdings erfolglos sind. Jetzt haben Sie mit dem Dreh über dieses Dilemma Erfolg. Wie paradox erscheint Ihnen das? Doch schon etwas paradox, ja. Aber ich habe gemerkt, die Filmszene nimmt diese Themen natürlich sehr gerne an, weil es wird von ihnen berichtet. Viele Schauspieler haben auf die Leinwand gezeigt und haben gesagt, das bin ich und das ist meine Geschichte. Wie haben Sie den Film eigentlich finanziert? Ja, das war wirklich das Geld von mir und meiner Frau, was wir da reingebuttert haben. Ohne das Team, ohne die Schauspieler, die ohne Gage gearbeitet haben, wäre das alles nicht möglich gewesen. Das hört man wirklich sehr, sehr oft. Ich glaube, keine Branche macht so viel für kein Geld. Wie erklären Sie sich, dass vor allem junge Menschen in diese Medienbranche wollen? Erkläre ich mir nicht. Ich kann es nicht verstehen, weil ich würde am liebsten immer zu den Leuten rufen, hey, das Boot ist voll und uns geht es auch nicht gut. Aber es ist so viel Leidenschaft immer noch drin. Für jeden, der sich sagt, ich will das durchhalten, ich will meinen Weg suchen. Und ich bin auch irgendwo glücklich geworden mit dem, was ich jetzt machen durfte. Der Weg ist sehr verschlungen und wenn man durchhält, findet man auch sein Glück. Rast der Puls? Ja. Dennis hat ein wahnsinniges Projekt auf die Beine gestellt. Es haben super viele mitgemacht. Er hat viel gewagt. Und gerade Dennis ist jetzt jemand, der sagt, ey Leute, wir können auch anders. Und wir können auch unsere eigenen Ideen verwirklichen. Und wir müssen nicht immer hinter irgendwelchen Sendern oder hinter irgendwelchen Richtlinien, was will der Zuschauer sehen, sondern man kann halt seine eigenen Ideen frei raustragen. Gut, ich komme halt aus der Branche und ich muss sagen, das ist schon ziemlich gut recherchiert und trifft die Wirklichkeit, ja. Filmgeschäft, hartes Business. Hier steckt ganz viel Können, Wissen, Herzblut da drin. Wir brauchen Filme, wir brauchen gute Filme, wir brauchen frische Filme. Und wir brauchen einen Haufen Mut und natürlich auch einen Haufen Geld dafür, aber eben vor allem auch Optimismus und Durchhaltevermögen. In Filmstadt geht es um Menschen, die irgendetwas mit Medien machen. Ich hoffe, ihr habt heute einen kleinen Einblick in unseren Alltag bekommen können. Es ist nicht immer einfach, macht uns aber eine Menge Spaß. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Gute Nacht.